Was ist los? Ja, lange muss ich dir drauf warten, meine Gang. Aber es ist endlich soweit, können eine neue Folge vom Autobahn Polizei Simulator 2. Wir können uns, glaube ich, jetzt den Besprechungsraum kaufen. Ja. Dann gehen wir mal zum Chef. Gut, dass Sie kommen. Bleiben Sie gleich hier. Der Zoll bittet um unsere Hilfe und wir haben gleich ein Meeting. Es geht um Waffenschmuggel. Zoll? Alles klar. Wir nehmen die Mission natürlich an. Natürlich seht ihr auch am Ende der Folge zum Outro wieder mein gewohntes Outro von Fortnite. Ja. Einer hat in den Kommentar geschrieben, dass ich ein Bot wäre. Und das ist ja jetzt anonym. Das ist anonym. Dass er anonym gesagt hat, ich wäre ein Bot und mein Intro wäre scheiße. Wenn die jetzt das Video guckt, anonym, dann kannst du von meinem Kanal gehen. Wenn dir das nicht gefällt, ich dulde nicht, dass ich als Bot beleidigt werde. Und dass das, was ich mache, meine Arbeit, wo ich extra viel Zeit, ich nehme diesen Moment an. Erstmal noch Klartext. Für die anonyme Person. Ich bin kein Bot und ich werde mich auch nicht als Bot beleidigen. So. Und wenn dir das nicht gefällt, dann schreib doch einfach. Dein Outro gefällt mir nicht, aber nicht in dieser Ausdrucksweise mit, boah, dein Outro ist voll scheiße. Du scheiß Bot. Ich lach, ja klar, es gibt Leute, es gibt mittlerweile, wird man als Bot beleidigt, aber nur weil sie Fortnite halt Bots gibt, gibt es trotzdem nicht das Recht, echte Leute als Bot zu beleidigen. Ich kann dir auch ganz klar festnehmen, wenn ich wüsste, wo du wohnst. So. Nun gut. Damit, was ist da los für Team? 13.30 Uhr oder 14.30 Uhr aktiv. Los geht's! Ich möchte Ihnen Petra Schäfer vorstellen. Aha. Sie ist eine Kollegin vom Zoll und bittet um unsere Mithilfe. Vielen Dank, Herr Becker. Der Zoll hat Informationen, dass illegale Waffentransporte im Einsatzbereich Ihrer Autobahn durchgeführt werden. Aus diesem Grund wollen wir in einer gemeinsamen Aktion eine große Anzahl von LKW untersuchen und hoffen, dass wir einen dieser Waffentransporte finden. Im Grunde genommen bedeutet das, dass wir LKW-Kontrollen durchführen, uns dabei aber ausnahmsweise nur auf die Ladung konzentrieren. Okay. Verschwenden Sie dabei also keine unnötige Zeit mit der üblichen Kontrollroutine. Nun machen Sie sich auf den Weg. Handhilfe Zoll. Aber ich würde dann noch mit dir auf den Deck gehen. Und wir machen das in Zivil. Du Hand, ich zieh noch nämlich um. Nicht möglich. Kann ich ein wenig. Okay. Aha. Wenn ich wüsste, wie viel die Folge werden, das auch mal. Kann auch vom Auto bei Polizei Simulator, oder? Ich gehe gerade mal auf meinem Kanal. Dann gehe ich da mal hin. Schon 13 Folgen? Ne, 14. Hier Wagen 4, okay. Haben das Fahrzeug gestoppt. Der Fahrer ist über 80 und offensichtlich verwirrt. Wir bringen ihn zur Wache. Zum Glück ist nichts passiert. Verstanden, Wagen 4. Gute Arbeit. Ja.
1, 3, 13. Ja. Wir haben ein verdächtiges Fahrzeug. Es ist ein brauner Kleinwagen und der Besitzer soll seine Rechnung an einer Tankstelle geprellt haben. Wagen 6, das ist bei euch in der Nähe. Könnt ihr übernehmen? Hier, Wagen 6. Hat sich jemand das Nummernschild notiert? Ja, wir schicken es euch rüber. Alles klar, wir kümmern uns drum. Das heißt, dann gibt es jetzt keinen Sand mehr, sondern dann muss ich das selbst machen wieder. Na gut, sorry. Kann ich springen? Ja, es geht auch im Hauptmenü, von den Wartemods, den ist auch auf dem PC. Nein, ich kann nicht springen. Ich bin nicht überholt gefahren. Ich gehe noch mal kurz in die Wache und mach Tag. An alle, wir brauchen noch ein Fahrzeug für die allgemeine Verkehrskontrolle. Ihr meldet sich freiwillig. Hier Wagen 2. Wir machen das, wenn sich alle anderen drücken. Sind auf dem Weg. Verstanden. Ich stelle gerade ganz schnell Tag ein. Hans, es geht los. Da wir ja nicht im Einsatz sind, darf auch kein Blaulicht anmachen. Weil Mathe soll, aber Blaulicht schon. Stimmt, die sind ja eigentlich so Monopoly. Also nochmal für die anonyme Person, wenn du damit nicht aufhörst, dann geh einfach von diesem Kanal. Keiner hat gesagt, dass du, ja ich, aber beschütze nicht, dass du so blöd bist. Und jetzt gibt's mal wieder eine Folge, aber es gibt jetzt mehr Folgen, glaube ich, von Fortnite als vom Autobahn-Polizei-Simulator. Außer es kommt jetzt wieder. Also ist hier wieder Action drin. Wenn die Drogen oder Waffen haben, dann Ja gut. Das ist unter Kontrolle. Die Kollegen von der Feuerwehr kümmern sich drum. Der Halter des Fahrzeugs gibt an, dass eine Tankanzeige defekt war und er mit einem Streichholz den Benzinstand kontrollieren wollte. Jetzt.
das Spiel muss ich sehr draußen, dass ich fast nicht stoppen möchte. Grüße gehen raus. Nehme ich mal hier von meiner Seite und ziehe etwas zu trinken. Hallo, dies ist eine LKW-Kontrolle. Könnte ich bitte in Ihren Frachtraum schauen? Nur zu, ich habe nichts zu verbergen. Die Person, die sieht schon danach aus. Hier ist nichts. Da ist doch nichts. Oh, so ein alten Teddy. Sind da Drogen drin? Sie kommen ja dafür mit ins Gefängnis. So, da bin ich wieder. Ihr Container war leer, bis auf diese beiden Sachen hier. Was hat es denn mit dem Teddy und dem Schuh auf sich? Na, verboten ist das nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Genauso wenig wie vernünftige Antworten zu geben. Naja, ich hatte Altkleider in meinem Container und da muss das drin geblieben sein. Genau. Ah, okay. Sie haben sicher nichts dagegen, wenn wir die beiden Objekte behalten, oder? Nee, machen Sie ruhig. Gut, dann war es das schon. Auf Dokumenten und eine weitere Fahrzeugkontrolle verzichten wir dieses Mal. Gute Weiterfahrt. Uchi hat ja der Uchi ist der vom Uchi-Clan Clan. Wenn ihr auch in den Uchi-Clan Clan kommt, dann abonniert meinen Kanal. Sag mal, wieso hast du den alten Teddy und den Kinderschuh mitgenommen? Ich habe das Gefühl, da steckt mehr als dahinter. Nenn es Emotion, wenn du willst. Du kriegst langsam ein Gespür für sowas. Auf sein Gefühl sollte man sich stets verlassen. Jung! Wollte eigentlich jetzt ausmachen. Ich glaube, ich bin da runterfahren. Genau. Ich war dann da runter und dann wieder auf die andere Seite rauf, weil da muss ich ja auch hin. Ja. Mein Abspann vom Video. Wie gefällt euch das? Außer die anonyme Person. 70%. Bin nicht in Eile. Nee, das ist ja nicht 13:30 Uhr, sondern 14:30 Uhr, 15:30 Uhr, Leute. An alle Einsatzfahrzeuge, es soll sich eine Person auf der Fahrbahn befinden. Das hat die Mission schon mal gemacht, aber ja. Deswegen weiß ich schon, was auf mich zukommt, aber das ist für mich jetzt auch neu. Bis hierhin habe ich ja auch noch nicht gespielt. Man kann blau sein, man fahren die wie die besenken so. Gut, ich kann. An alle Fahrzeuge. Ich brauche mal Hilfe bei der Verfolgung. Die keine Verfolgung, Mist, ey. Oh Gott. Wagen 10 hier, wir sind gerade da und übernehmen Einige Auffahrten. Wagen 6 hier, wir sind auch unterwegs. Verstanden, Wagen 10 und Wagen 6. Koordinieren euch untereinander.
vorne. Wir waren da, gibt es einen Parkplatz. Ja, da gibt es einen Parkplatz. Zuerst immer in der Mission, wo es einen Parkplatz gibt. Bitte geht es. Und dann gestand das, ich habe gerade hingekürzt auf meinem Handy, ich habe 128 Abonnenten, dankeschön. Let's get it started in half. 500 Meter. Stehen nach der Kurve, da kommen auch schon die Schilder. Warum rastet ihr denn nicht aus? Ich möchte gerne hier rein. Könnt ihr? Ja, der kommt, der kommt, der kommt. Oh, lecker. Es geht, es geht, es geht sogar. Hä? Komm! Oder waren die da? Hier, Wagen 6, wir machen das. Danke, Wagen 6. Meldet euch bei der Einsatzleitung. Oder so. Nein! Wer da mal hier die Spur? An alle Einsatzfahrzeuge. Da das Team krank geworden ist, das eigentlich auf Zivilstreife gehen sollte, brauchen wir einen Ersatz. Wer kann das übernehmen? Sie haben sich hinter mir gestellt. Als ob. Schönen Tag. Guten Tag. Wir führen hier gerade eine Stichprobenkontrolle von LKW auf diesem Autobahnabschnitt durch. Dürfen wir Ihre Ladung bitte inspizieren? Guten Tag. Schauen Sie ruhig nach. Aber bitte recht schnell, ich muss noch einen Termin einhalten. Vielen Dank. Das wird auch nicht lange dauern. Bis in Knast kommen. Ich weiß, dass Sie das... Okay, sie kommen dann ins Gefängnis. Und ein Pump. Mutig, mutig, sowas hier mitzunehmen. Herr. Herr Dummi. So, haben wir es jetzt? Oh ja, wir haben es. Sie kommen mit zur Wache. Wieso das denn? Stimmt etwas nicht? Das kann man, kann wohl man sagen. So sagen. Waffen? Woher kommen die Waffen, die Sie hier transportieren? Waffen? Wieso Waffen? Ich weiß nichts von Waffen. Der LKW wird beschlagnahmt und Sie bringen wir zur Wache. Dort wartet eine Kollegin vom Zoll, der Sie alles in Ruhe erzählen kann. Okay. Na gut, meine Freunde, da habe ich ja schon wieder 1000 Erfahrungspunkte gesammelt. Da habe ich auf meiner...
alten Tage noch mal einen dicken Fisch an Land gezogen. Sorry, ich meine natürlich wir. Siehst du? Hey, jetzt werd bloß nicht frech. Ich werd nicht frech. Erstmal in Fotomodus gehen. Krieg ich die beiden Sachen drauf? Ja. So, Hans. So. Vorher will ich ja noch gerne meinen Fahrer. Okay. Chef, ich komme. Da hätten wir unseren Verdächtigen. Der ganze Laderaum war voller Waffen. Voller Waffen. Gute Arbeit. Da hatten Sie den richtigen Riecher. Ja, dank Ihnen konnten wir viele Waffen aus dem Verkehr ziehen. Wir übernehmen ab hier. Na, ey! Hey Claudia. Nun gut, Freunde. Dann hat der unten bestimmt Auftrag, wie es weitergeht. Mit einer geilen Folge Autobahnpolizei Simulator. Ja, der hat eine Mission. Aber das erfahrt ihr in der neuen Folge, wenn es heißt Autobahn Simulator 2018 im Jahr 2020. Ich würde sagen, ich verabschiede mich schon euch. Gehe hier an die Wasserspende, da ich Durst hab. Und ich bekomme das in Fortnite. Abspannen. Tschau. Bis zum nächsten Mal. Benehmt euch. Great.